Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von My Universe Style Boutique. Nee, Quatsch, Fashion Boutique. Nicht Style Boutique, Fashion Boutique. Okay, ich denke mal, ist alles sauber. Neue Styles haben wir nicht. Aber Belohnungen können wir nochmal einfordern. Dann nehmen wir die Schuhe. Dann fehlen nämlich zudem nicht mehr so viel. Ich frage mich, ob das jetzt echt die letzten sind hier, ne? Mission habe ich leider noch nicht frei fertig gemacht. Wird aber auch. Ne? Das sind nur noch 11 Kunden. 4 Sachen, die fehlen. Getroffene Kunden. Also das mit getroffene Kunden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin da, genau. Hi. Hallo Maike, ich will meine Bestellung abholen. Also ja. Das war ein Oberteil, was ich dir gemacht habe, ne? Genau das war's. Guck mal, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Deine Schuhe passen nicht dazu und der Hut auch nicht. Aber der Rest geht doch ganz klar. Der Rest geht doch noch. Wunderbar, genau nach sowas hast du schon lange gesucht. Wenn du meinst. So, dann machen wir jetzt noch die letzten. Das sieht so aus, als wäre das echt das letzte hier. Machen wir mit 300. Fangen wir mal mit dem, was am längsten dauert an. Beziehungsweise was am teuersten ist und dann gehen wir so runter. Hey, bleib doch mal stehen. Du bist Maike? Freut mich, ich heiße Wendy. Ich suche nach etwas Bestimmten. Ich möchte eine Hose. Schwarz steht mir gut. Und mit dem Hähnchenschritt. Ich habe eine schwarze Hose, aber ich habe nicht diesen, das Muster. Ich kriege hier. Ich mag diese Kombination aus Schwarz und Grün. Wieso wird mir da eigentlich mal Medaillen angezeigt, die ich ja doch nicht kriege? Seltsam. Oha. Ach, das finde ich, das ist nicht so unpassend, aber so richtig passend ist es auch nicht. Es ist seltsam. Aber irgendwie finde ich deine Jacke ganz hübsch. Wenn die. Noch eine Bestellung. Hallo Maike, ich will etwas bestellen. Ja. Der Sportswear in Rot. Oh, gut. Halt, stopp! Bleib hier! Ich komme! Hallo, kennst du mich doch? So was Bestimmtes. Das Leben in Grün mit Zebradruck. Habe ich garantiert nicht. Jetzt wird's wild. Hm.
Ich bin am Zebra schon vorbei. Nee, da ist es. Uhu. Ganz wild. Die Charlie ist ganz wild. Also ich glaube, das teuerste war jetzt 325. Das waren dann, glaube ich, auch noch Accessoires oder so. Ah, fast getroffen in das Dunkelgrün. Och, Mann. Das ist aber auch nicht so einfach, du. Mit dem Ton treffen. Aber das ist halt so die Brillen, dass die Accessoires nur in einer bestimmten Farbe gibt und dass man die nicht so einfärbt, das ärgert mich. Das ist ein wenig ärgerlich, du. Alle Maike, ich suche noch was bestimmt. Ich suche einen Rock. Der gefällt dir gerne gut. Mit Fischgrätenmuster. Ich mach dir das. Also ein Rock. In... Das finde ich gar nicht so schlecht. Ein Baumwolle, dann ist er nämlich schon mal in Rot und die Fischgräte. Was? Wieso nicht? Ach, das, weil es nicht der Glamour-Stil ist. Nein. Ja. Hoppala. Zum Glück hat mich das Spiel noch mal so drauf hingewiesen. Und das hätte ich jetzt nämlich echt den falschen Stil gemacht. Kriege ich eigentlich Geld dafür, dass ich das Stück extra gemacht habe jetzt? Abgesehen von der Bezahlung von Lilly. Da wird man halt immer oben hier gezeigt. Ja, du hast da Medaillen bekommen. Und ich weiß nicht für was. Ich bin begeistert. Ich auch. Bis nun nicht mal. Tim. Erstmal diese Schweinerei hier wegmachen. Ich komme gleich zu dir. Okay, ich bin da. Oder ich gehe erst zu dir. Oh, dich sehe ich heute zum ersten Mal. Perfekt wäre etwas aus Spitze in Violett. Und das Zebra-Muster. Oh mein Gott. Mädchen, was hast du vor? Dann nehmen wir das Drapierte in kurz. Ich möchte etwas in Spitze, in Violett. In Zebra. Sieht nicht so schlecht aus. Ne, da steht doch da oben, dass ich irgendwie Medaillen verdiene. Man sieht zwar jetzt nicht direkt, was das für, wie viele Medaillen ich bekomme, aber anscheinend kriege ich Medaillen dafür. Bäm. Ich merke schon, du hast auch einen ganz wilden Stil, ne? Eva. Die Eva, die ist eine ganz wilde. Ich weiß das. Hieß die überhaupt Eva? Ja, stimmt. Ha, sie hieß Eva. Schwein gehabt. Hm.
Sehr schön. Noch 10 Kunden. Ja, die kriege ich auf jeden Fall nicht heute mehr zusammen, aber mit dem nächsten Tag kriegen wir den zusammen. Los, zieh dich aus. Dankeschön. Ich komme sofort bei sie bei. Ich will nur noch hinten putzen. Weil ich mir schon gedacht habe, dass hier was ist. War hier nicht nur eine Schnecke, die hier so rumläuft und ein Fragezeichen auf dem Kopf hat? Ach, ich wusste es sogar. 2. 3 sogar. Hallo, kennst du mich noch? Sowas bestimmt. Ein Lycra mit Haarenschnittmuster. Oh, natürlich. Sieht doch ganz hübsch aus. Man hat zwar irgendwie, finde ich, schon eine gewisse Freiheit, hier was zu machen. An Designs und so. Aber ich finde, man ist trotzdem irgendwo noch ein bisschen eingeschränkt. Das, was ich aber gut finde, ist, dass man zum Beispiel nicht unbedingt die 5 vorgeschlagenen Farben nehmen muss, sondern dass man wirklich mit R auf diesen Kreis kommt, auf diese Farbleiste, und man noch so ein bisschen die Farbe selber bestimmen kann, welche Intensität die Farbe haben soll, ne? Wie kräftig sie ist oder wie blass und alles sowas. Finde ich eigentlich ganz gut. Jetzt, ich weiß noch, ich habe 2. Hey, Maika, lange nicht gesehen. Ich möchte gerne Hose. Ja, gar nicht machen. Ne, da steht zum Beispiel Beherrschung 0. Ach, das ist die, die ich zu dem Zeitpunkt beherrscht hatte. Okay. Die, als ich die, also die schwarze Hose war ja von Anfang an da und die hat es halt nicht beherrscht. Ich gebe zu, ich habe jetzt nicht danach drauf geachtet. Was die anhatte, bin ich ganz ehrlich. Aber sie nimmt es. Die werden aber anscheinend nicht als Kunden gezählt. Oh, Rechenstücke. Ich habe doch bestimmt einen Rock aus Seide. Ja, und da ist auch was Graues. Dim, 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 dim. Ja, was soll ich dazu sagen? Passt vorne und hinten nicht. Zum Glück tragen die das nicht. Das ist aber ärgerlich, dass die halt tatsächlich nicht die Sachen tragen, wie ich gesagt habe. Es müsste, glaube ich, alles sauber sein. Ne? Ja. Schließen wir mal auf.
weil Bestellungen, na, irgendwas im Grau haben wir. Na, willst du ein graues Ding? Hallo Maika, ich war an in New York, natürlich. Konzert, okay. Du musst dann. Da wird es wahrscheinlich rockig zugehen. Ich dachte, jetzt kommt die und will ihr ein graues Ding da abholen. Dum, dum, dum. Wir stellen uns hinter die Kasse, weil das einen viel besseren Eindruck macht. Also das höchste ist 325 und dann kommt 320, das Kleid, ne? Dann 315, dann 310, 300. Kommt jetzt mal irgendwer rein? Hallo? Hallo? Wirklich ein hübscher Ladenfront. Danke. Hallo Maika, ich will meine Bestellung abholen. Habe ich jetzt heute Leerlauf? Heißt das, heute kommt keine Ahnung, ob er sich ihre Bestellung abholt? Wunderbar, genau danach habe ich gesucht. Ja, schön. Die zählen echt nicht als Kunden, ne? Und die war wirklich meine einzige. Ja, krass. Ja gut, dann machen wir jetzt die Mondschau, würde ich mal sagen, ne? Hallo Maika, wie geht's? Heute nimmst du an der Mondschau in New York teil. Konzert. Aber natürlich. Mondschau. Sportswear und Rock. Stoffe, Paletten, Nylon. Okay. Ach, nur drei Oberteile, okay. Preppy, preppy, leger, preppy, Sportswear. Echt nichts Rockiges? Doch hier. Nehmen wir das. Ach nee, Accessoires brauche ich noch. Schuhe. Ich habe auch alle Brillen. Aber noch nicht alle Hüte. Noch eine dicke, geile Kette. Eine Armspanne. So, das zweite. Ich auch was Rockiges. Ich merke schon, ich habe sehr viele rockige Sachen.
Und das letzte. Haben wir noch irgendwie ein Kleid? Ich habe jetzt die Pailletten genommen, ne? Also es war's. Warum nicht? Nee, dazu gibt's keine. Mondschau starten, aber natürlich. In New York. New York. New York. Sehr stylisch. Ja. Und wieder gewonnen. Ja. Was? Wieso nur 80? Das ist jetzt aber nicht in Ordnung. Na komm, einen Tag machen wir noch. Ich hab eine Mission abgeschlossen. Habe ich jetzt hier alle? 10. Echt jetzt? Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Machen wir ganz kurz noch die Bestellung. Hat das auch irgendwie ein offizielles Ende? Ich habe das Gefühl, das nimmt kein Ende. Weil ich hätte gedacht, okay, jetzt haben wir so und so viele Mondschauen gemacht. Hallo Maika, ich will meine Bestellung abholen. Ha! Ist gerade richtig. Habe ich gerade fertig gemacht. Ich finde es komisch, dass die, bei denen ich die Bestellung mache, ne, dass das nicht als Kunden zählen. Ne, die zählt ja nicht als Kunden. Was ich total seltsam finde. Wunderbar, genau danach habe ich gesucht, ja. Ich auch. Ja, nee, es kommen noch ein paar. Das nächste war 315, ne? Okay. Kriegen wir hin. Alle Mike ist sowas bestimmt, das ist der Rockstil. Perfekt wäre etwas aus Nylon. Haben wir bestimmt. Und nicht aus Nylon. Ach, wisst ihr was, komm her. Mach mal's easy peasy, komm.
Dings bleibt so. Nylon. Farbe hat es nicht genannt. Machen wir das. Schick, perfekt. Es ist ja auch perfekt. Sowas von perfekt. Und eine weiße Jacke passt zu allem. So sieht das aus. Ist ein bisschen seltsam, dass ich direkt davor stehe. Ein bisschen spooky. Hi. Na, kennst du mich noch? Das freut mich, wenn du gar... Ich krieg auch nur 10. Das ist so eine miese Kiste. Ich krieg auch nur 10. Hallo, ich heiße Adele. Ich suche was Bestimmtes. Der stylischste Grün steht mir gut. Gehe zur Werkstatt, weil ich jetzt partout nicht weiß, was ich im dem Stil habe. Machen wir das vorne und hinten griechisch? Ach, geht gar nicht hinten griechisch. Okay. Jetzt doch ganz gern ein bisschen dunkler. Ich habe genügend Belohnungen für was. Aber nicht für die, die ich haben will. Weil ich will ja erstmal 310. Ich will ja erstmal das Höchste wegmachen und dann zu den Niedrigen. Dim-dim. Gefällt's dir? Ich verstehe nicht, warum das griechisch bedeutet, der Ausschnitt. Das ist mir irgendwie noch nicht so ganz klar. Also ich kenne mich ja mit Ausschnitten nicht aus, ne? Aber wie wird das auf griechisch heißt, keine Ahnung. Dim-dim-dim-dim-dim-dim-dim. Noch 10. Angela. Sehr schön. Lena. Natürlich kenne ich dich noch, Lena. Warum sollte ich dich denn auch nicht kennen? Ich habe auch eine Zuschauerin, die heißt Lena. Das weiß ich. Ah, siehst du, ich hätte sogar 315 gebraucht. So, jetzt brauche ich 310. Nee, 320. Oh nein. Wo ist denn hier jetzt hier jemand mit einem Fragezeichen? Da vorne. Hi, Maika, lange nicht gesehen. Der Glamour-Stil. Irgendwas aus Leder. Ich hab doch bestimmt irgendwas aus Leder. Das schon mal Glimmer. Dass ich jetzt nicht suchen kann, ne? Mir fehlt jetzt die Suchfunktion. Halt, da. Dass man sagt, okay, ich suche jetzt alles aus, was Glamour und Leder ist, aus den Sachen, die ich gemacht habe. Und man sagt, das Spiel, nö, habe ich keinen Bock drauf.
Danke, dass du mir das gezeigt hast. Ich bin begeistert. Ich auch. Hey, guck mal, ich stehe direkt vor dir. Wie vor. Noch 4 Kunden. Krieg ich das hin? Also 2 habe ich auf jeden Fall hier drin. Vielleicht noch irgendjemand mit hier im Fragezeichen? Hallo Maika, hier sowas bestimmt. Ich möchte einen Rock, der Boho-Stil. In blau, blau, blau. Gucken wir mal erstmal, ob wir einen Rock haben im Boho-Stil. Also, wir haben auf jeden Fall einen Rock im Boho-Stil. Die Frage ist, ob ich die noch in blau gemacht habe. Ha! Yeah! Und wir erstmal gucken, was wir da haben. Du machst auch eine auf blaue Elise, ne? Kennt ihr die blaue Elise von Paulchen Panther? Paulchen Panther habe ich früher mal ganz gern geguckt. Ich kann sogar das Lied auswendig. Das Outfit ist perfekt. Lucy, jetzt sei doch nicht so stinkmäßig hier. Huch, da ist ja noch einer. Melody. Kannten wir eine Melody? Ich weiß es nicht. Also irgendwer gurkt hier noch rum. Aha, da hinten ist einer. Hier sogar noch 2. Der Punktedruck. Ich habe garantiert was in Punkte. Ohne Witz, ich habe bestimmt was in Punkte. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Ich bin begeistert. Nagel, okay. Irgendwas aus Paillettenweiß. Ah, wir können gucken. Also ich weiß, ich habe was in Weiß, aber ich weiß nicht, ob ich es mit Pailletten habe. Vielleicht noch das Oberteil irgendwo. Warte, komm her hier. Ich mach dir ein neues. Gleich in. Nee, Quatsch, sie will es ja in Pailletten. Na, wir sind dann auch unsere letzte, ne? Geht schon mal. Weiß und Schwarz passen halt zu allem, ne? Und das heißt, es passt so gesehen auch zum Rock. Das Outfit an sich ist schon nicht so verkehrt.
Vielleicht jetzt nicht unbedingt die Muster und von den Stoffen her, aber kann man machen. Gut, ich sage dann auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.